Okay, das ist schon mal gut. Was passiert, wenn ich das mache? Alles klar, okay. Ein einfaches Rätsel. Einfach nur ein Fass nehmen. Hoch damit. Damit das halt offen bleibt. Mondrune einsetzen. Die Olle rauslocken oder einfach dran vorbeirennen. Geht natürlich auch. Und runter. Oh, ganz viele Ratten, oh mein Gott. Und da hinten ist was. Was ist da hinten? Eine Keule. Was will ich denn jetzt hier mit einer Keule? Ah, da, ach, da geht's noch weiter. Ah, Rattenblatt hauen! Da! Da! Ich treff dich! Stirb! Motherfucker! Motherfucker! So. vier Münzen dazu geholt. So, nehmen wir wieder das Schwert erstmal. Na, jetzt brauche ich ja noch eine Erdrune. Fuck. Was geht denn hier ab? Moment. Okay, da oben will ich hin. Da oben ist nämlich die Büste, die wir brauchen. Moment, Moment. So. Büste von Mr. Shanks. Shank wird vom Trolls Ahead. Oder Head. Ach, Trolls Head. Ich habe Trolls Ahead gelesen. Zum Säubern der Statue Sockel senken. Ja, toll. Danke. Wie komme ich da dran? Da, ich weiß, kann ich hier was kaputt schlagen? Ich denke nicht. Uah, lass mich in Ruhe. Aber die treffen glücklicherweise nicht so gut mit ihren Pfannen. Da ist aber auch noch ein Typ drin. Das heißt, ich werde es so öffnen müssen, höchstwahrscheinlich. Also, ich habe jetzt hier gerade mich so ein bisschen noch im Kopf gehabt, dass ich irgendwas nicht kaputt schlagen konnte, weil ich immer die Wand dahinter getroffen habe. Und ich habe dann gedacht, oh, das kannst du nicht kaputt machen, Dennis. Das kannst du nicht kaputt machen. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt schon alle drei Gegnerarten gesehen, die es hier in diesem Level gibt, glaube ich. Hoffe ich. Und zwar einmal die Frau, dann den Mann und das Kind. Moment, habe ich da gerade was gesehen? Lass mich in Ruhe, Schlappe! Komm her, danke. Nein, es ging die Wand. Ich meine, man könnte wahrscheinlich sogar ein paar Leute töten, das ist jetzt nicht das Problem. Man könnte trotzdem noch einen Seelenkelch bekommen. Oh, was ist das denn jetzt hier? Ist der Springbrunnen jetzt schon aus? Glaube ich nicht. Oder ich habe irgendwas geöffnet. Doch, der Springbrunnen ist schon raus. Chaosrune. Oh mein Gott, wo muss ich die denn einsetzen? Die konnte ich auch schon irgendwo einsetzen. Was? Da oben im Gebüsch getönt sogar? Im Wald? Wo war überhaupt der Springbrunnen? Den habe ich noch gar nicht gesehen hier. Oh mein Gott. Nein, ich bin nicht überfordert. Mir geht's spitze. Danke der Nachfrage. Was war das hier? Ah, ich will lesen, Olle. Ach, da vorne. Ich habe schon gesehen, wo ich die Chaosrune einsetzen muss. Lies! Achso, das habe ich schon gelesen. Wie viel zieht das Kind ab? Es ist doch nur ein Kind. Ein verkacktes Blag. Himmel, komm, wir ab in die Bibliothek. Ist das überhaupt eine Bibliothek? Ich denke mal. Oh mein Gott, hier gibt es viel zu... Oh mein Gott, lesen. So. Galumirs Geschichte, Band 1. Während der dunklen Zeit in Galumirs nicht allzu ferne Vergangenheit vereitelte König Peregrin die Pläne von des Hexers Zarok, das Land zu erobern. Der einzige Hofmagier Zarok fiel wegen abstrusen Leichenexperimenten in königliche Ungnade. Man sprach von rastlosen Toten im Herzen von Peregrins Schloss. Den Toten gebührt Ehre, sie sind kein Spielzeug der Alchemisten, sagte König Peregrin, als er Zarok aus dem Schloss verbannte. Ich habe gerade ein bisschen gespuckt. Zaroks lebende Leichen wurden vertrieben und vernichtet. Daraufhin versteckte sich der nachtragende Zarok und schwor dem König Rache. Okay, das dauert jetzt ein bisschen, ja? Oh mein Gott. Gerüchte von üblen Machenschaften gingen in Galumir um. Man sprach von Plänen Zaroks, ich kann die Punkte so gut wie gar nicht sehen, mit Hilfe von Schattendämonen ein riesiges Schloss zu bauen. Im Schutz der Dunkelheit rückte Zaroks finstere Armee aus und marschierte Richtung Süden, über die Silberberge und durch den Silberwald. Bald danach gehörten Zarok bereits die Kürbisgebiete. Punkt. Das Volk von Gallowstown schrie um Hilfe. Rettet uns, König Peregrin! Unter Führung von Sir Fortescue, ja, das sind wir, holten König Peregrins Kräfte zum Gegenschlag aus und vertrieben Zaroks Armee aus Gallowstown. Es wurde gejubelt, doch der Krieg war noch nicht zu Ende. Erstmal ein Männchen hier. Guck mal, da hinten ist Essen. Galumirs Geschichte, Band 3. Nach der Nachricht von Zarok nach der Nachricht von Zaroks Übernahme der Flutländer herrschte große Besorgnis. Zarok könnte von dort aus den Zauberwald im Westen einnehmen. Es wäre ein schwerer Schlag, wenn dieser heilige Ort in die Hände des Hexers fallen würde. Sir Fortescue führte erneut das Heer des Königs gegen den teuflischen Zarok an. Doch der böse Hexer hatte einen schlauen Hinterhalt vorbereitet, der zu einem historischen Kampf der Giganten führte. Man sagt, Zarok hätte die Schlacht gewonnen, wäre da nicht Fortescue gewesen, der das Heer tief in die Armee der Untoten hineinführte. Zaroks Leibwache, den fürchterlichen Lord Cardock, niedermähte und, bevor er selbst seinen tödlichen Wunden erlag, den üblen Hexer im bitteren Duell in den Tod schickte. Wir wissen, die Geschichte war anders eigentlich, aber egal.
Gellumis Geschichte Band 4. Die bösen Kräfte wurden zu einem schrecklichen Preis besiegt. Nur eine Handvoll des königlichen Heers kehrte aus der Schlacht zurück. Gellumir verlor eine ganze Generation junger Männer, darunter den schlauen Tim, den legendären Armbrustschützen und Fortescues Stellvertreter, der im ersten Pfeilhagel fiel. Selbst wenn Zaroks Leichnam je gefunden worden wäre, hätte ihm niemand auch nur eine Träne nachgeweint. Die unter Zaroks Flagge gefallenen Schattendämonen waren seltsame Kreaturen und gehörten nicht in die Welt der Normalsterblichen. Der König ließ sie verbannen und unter der Zaubererde begraben. Oh oh. Die Dämonen lagen in einem vom König entworfenen, undurchdringlichen Sarg, tief unter der Erde begraben. Ihr Grab war mit einem Zaubergerät, dem sogenannten Schattenartefakt, versiegelt. Wo ist jetzt die 5? Da hinten? Oder... Ui! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Herrgott, nochmal. Ich will erstmal... Ist hier noch irgendwo ein Geschichtsband? Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Der Ball hat mein ganzes Schild kaputt hier. Finde ich nicht gut. Helden der Geschichte im Rückblick, Nummer 1. Er ist nicht nur stärkster Mann aller Zeiten, Stenja, der Hammerschwinger, war auch der weltbeste Hufschmied. Er hämmerte genauso gern auf seinen Amboss ein, wie auf die Köpfe seiner Gegner. Seine angeblich einzige Sorge war, dass die Dorfschmiede als Handwerkszentrum von zentralisierten Einheiten abgelöst werden könnte. Lächerlich. Nummer 2. Als bescheidener Bauernsohn eines Nomadenstamms aus den Ostgebieten durchquerte Blood Moneth, der Schädelschnitzer, bei einer Reiterarmee die halbe zivilisierte Welt. Als er schließlich beim Versuch starb, allein und nur mit einem Pickelhelm bewaffnet, eine Garnison im Norden anzugreifen, war er der reichste und mächtigste Bauer seiner Zeit. Nummer 3. Karl Schildgard verbrachte den Großteil seiner Jugend in der belagerten Burg seiner Familie mit seinem undurchdringlichen Zauberschild. Vertrat Schildgard das Motto... War da irgendwo ein Punkt? Ja, tatsächlich. Der beste Angriff ist die Verteidigung. Sein Schild bewahrte ihn leider nicht vor schlechten Essgewohnheiten. Bei einem Siegesfest erstickte er an einer unzerkauten Wurst. Nummer 4. Der Held der Helden, Woden der Mächtige, war furchtlos, zielstrebig und entschlossen. Im Kampf unbesiegt lehrte er Freund und Feind gleichermaßen das Fürchten. Von Verwandten und Haustieren ganz zu schweigen. Nummer 5. Imanzi Shongama, die Kriegerkönigin eines Amazonenstammes, war von Geburt an in allen Kampfarten ausgebildet. Die kühne und schöne Shongama verbannte alle Männer aus ihrem Reich. Nur eine Handvoll durfte ihrem Volk den Rasen mähen. Immerhin! Nummer 6. Hausfrau und Mutter... Was? McWin Herdbewahr... musste Heim und Herd gegen barbarisches Gesindel verteidigen. Während sich die Männer auf der Jagd befanden, nur mit Heugabel und Nudelholz bewaffnet, ihr Baby auf dem Arm, wehrte sie mehrere Angriffe ab. Der Sage nach kamen ihr die von ihrem ungewöhnlichen Mut beeindruckten Götter mit Blitzstrahlen zu Hilfe. Sie gewann die Schlacht und hatte sogar noch ein paar Blitze für ihren Mann übrig, als sie zurückkam. Nummer 7. Dirk Schwertstreich war dank seines Zauberschwertes nur seines Mottos, nur Frauen verteidigen sich, wahre Männer greifen immer an, ein gefürchteter Gegner. Er war ein Freund und Zeitgenosse Karl Schildgards, der sogar bei seinem Tod dabei war. Während Schwertstreich seine Meinung über Schildgards Schild auf dem Fest kundtat, hatte letzterer seinen tragischen und unerklärlichen Unfall. Nummer 8. Waven Hoofs, der Bogenschütze vom edelsten Zentaurenblut, war der letzte Prinz seines Volkes. Ein stolzer und hochmütiger Aristokrat, ein vollendeter Jäger, Sportler, Duellant, Playboy, Erzähler und dreifacher Derby-Sieger. Nummer 9. Als Heeresführer zur Zeit König Peregrins wurde Sir Daniel Fortescue berühmt, als er den abtrünnigen Hexer Zaok tötete. Als im Königshaus aufgewachsener Berufssoldat wurde er von seinem Untergehenden bewundert und war für seine Treue zu Gellumir bekannt. Man sagte, Fortescue war mit seinem eckigen Kinn, dem durchringenden Blick und der pechschwarzen Mähne wie zum Helden geschaffen. Au! Oh, ich würde dich so gern töten, weil du mir gerade echt auf den Keks gehst. Achso, übrigens, das alle gerade, die wir gelesen haben, die finden wir alle in der Heldenhalle wieder, ne? Aber das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Touristenführer nach Gellumir, Band 1. Das Land von Gellumir ist voller atemberaubender Wunder und Abenteuer. Im Zauberwald entfaltet sich die ganze Schönheit des Landes. Er klimmt die Höhen und bestaunt die Nester der riesigen Schlangenvögel. Entdeckt die wundersame Pflanzenwelt, genießt den einzigartigen Anblick der in glasklaren Teichen paddelnden kleinen Drachenkröten. Wandert durch das Kürbistal. Kürbis ist Gellumirs Lieblingsspeise und zurzeit spricht im Tal das junge Gemüse, das nur darauf wartet, geerdet zu werden. Okay, aber ich meine, das sind jetzt unglaublich interessante Hintergrundinformationen eigentlich für mich, weil ich das selbst ja noch nie gelesen habe. Finde ich eigentlich echt cool, dass ich, weil das scheint ja jetzt die Hauptstadt zu sein, weil man hier eigentlich schon mal die Geschichte erfährt und so. Boah, das ist eigentlich die einzige Stadt, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Spoiler! Touristenführer nach Gellumir Band 2. Ein nach Geheimnissen suchender Abenteurer sollte sich zu König Peregrins Schlossruinen aufmachen. Ich glaube, die waren scheiße. Aus diesem Schloss winkte König Peregrin einst seinem Volk zu. Der Sage nach liegt seine Krone heute noch in den Schloss verließen. Und in den alten Gängen geht der Geist des Königs um. Unheimlich. Ihr könnt auch zum Sumpf wandern und versuchen, die sagenumwobene Stadt Melomid aufzuspüren. Sie galt einst als Heimat geheimnisvoller Alchemisten und versumpfte vor langer Zeit auf Nimmerwiedersehen. Man sagt, ein großer Schatz wartet auf denjenigen, der die Unterwasserstadt entdeckt. Okay, okay. Puh. Genug gelesen, aber gleich müssen wir noch ein bisschen was lesen. So, und zwar das hier.
Lies! Mitteilung! Ich bin in Eile. Zauks Männer werden bald hier sein. Ich habe das Kruzifix aus der Kirche genommen. Es ist der Schlüssel zu einem Schlüssel. Aus dem Kreuz habe ich vor seiner Vernichtung diesen Guss geformt. Ja, das, was wir gerade eingesammelt haben. Ich hoffe, er fällt in gerechte und gute Hände. Gezeichnet der Bürgermeister. Jo, ich glaube, bei mir sind ganz gut aufgehoben. Lauf! Rennen! Moment, ja, kurz überlegen. Okay, alles klar. Hier gibt es, glaube ich, sonst nichts. Ich finde das so nervig, dass ich hier so relativ wehrlos bin. Also relativ nur, weil das noch zu ist. Käse. Okay, gut. Ja, was machen wir denn jetzt? Ist das Ding jetzt hier offen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da kommen wir irgendwie wieder raus dann. Und wie kommen wir da oben hin? Das würde mich auch mal interessieren. Ach, guck mal, da ist sogar der Seelenkelch. So, ich muss mir gerade überlegen, die Gussform haben wir schon mal. Es ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Problem ist nur, wir bräuchten eigentlich... Können wir das schon da hinlegen? Ach nein, ist ja verkehrt. Eigentlich bräuchten wir mal, noch zusätzlich das... Also die Büste, die da so oben auf so einem Sockel stand. Weil das letztendlich der Rohstoff sein wird. Uiuiui, womit wir halt das Kruzifix gießen werden. Leider habe ich keine Ahnung, wie, wo, wer, wann, mit wem und so. Aber ich denke mal, ich habe hier irgendeinen Schalter noch übersehen, könnte ich mir vorstellen. War hier? Ach, hier war zu, okay. Warum komme ich hier rein? Ich will da rein! Okay, aber hier, ach, um den Springbrunnen herum gibt es gar nicht so viel, ne? Und das hier? Hier hatte ich nur die Rune gefunden, sonst gab es ja auch, glaube ich, nichts, oder? Pff, kein Plan. Lass mich nur in Ruhe. Konnte ich in der Bücherei vielleicht mal irgendwo doch vielleicht noch ein Bücherregal zerstören? Ich weiß ja gerade wirklich nicht. Mir wird schlecht, wenn ich so weitermache. Komm, wir gehen nochmal hier rein. Und guck mal mit dem Hammer, ob wir hier vielleicht irgendwas vernichten können. Irgendwas vernichten können. Ah, ich will dich nicht töten. Ich will dich wirklich nicht töten, Junge. Du geh mir bloß aus den Augen. Vor allem auch aus dem Weg. Okay, aber so wie es aussieht, kann man hier tatsächlich nichts zerstören. Ja, Flucht! Ja, ey, lass mich in Ruhe. Ich finde das lustig, dass die Männer hier scheinbar auch die schlechtesten sind. Also vom Schaden her. Die Kinder, die haben es total drauf. Die machen mich richtig platt. War hier noch irgendwo ein Schlüssel? Ich weiß das nicht mehr. Ja, aber es ist gut, dass ich das Level jetzt schon mache, weil deswegen sind da mir. So, ich meine, aber von der Idee her ist das eigentlich ganz geil. So ein bisschen rätsellastig will ich das jetzt nicht nennen, aber halt so was anderes. Da geht es halt nicht nur darauf an, die Gegner zu vernichten. Und das hier nochmal? Ach, das war schon die Geschichte hier. Aber ich komme da nicht dran, oder bin ich total doof? Alles klar, gut. Okay, wir kommen doch schon weiter. Aber hier noch nicht. Genau hier. Weil wir können mit dem Hammer können wir die Fässer zerstören. Oder auch nicht? Doch, können wir. So, dankeschön. Himmel, Herrgott. Da war doch ein Schalter drin, oder? Ah, egal, komm, scheiß auf die Energie. So, guck ich erstmal, was hier unten jetzt ist. Oder war hier der Schalter? Ja, tatsächlich, guck mal einer an. Du kannst auch gerne betätigen, Daniel, ne? So als Info am Rande. Habe ich die jetzt schon betätigt, oder was? Ah, oh, die Kollisionsabfrage ist ja echt... Ja, jetzt habe ich ihn betätigt, natürlich. Es geht natürlich nur mit dem Schwert, ist klar. Und die Fässer kann ich nur mit dem Hammer zerstören. So, jetzt ist das Ding unten, jetzt kann ich mir endlich das verkackte Kreuz hier machen. Ah... Jetzt müssen wir nämlich wieder zurück in die Schmiede. War mein Fehler, tut mir leid, aber ich habe gedacht, man könnte die auch mit dem Schwert kaputt machen. Warum kann man die nicht mit dem Schwert kaputt machen? Das ist doch viel logischer. Und zum einen kann man die hier zwar zerdeppern, aber die sind eigentlich mit Metallring geschützt. Und das sollte das eigentlich davor schützen. Aber andererseits könnte ich ja die Fässer eher mit dem Schwert zerteilen oder so. Und niedermähen. Wenn ich mit dem Schwert auch hier Heu kaputt machen kann, dann garantiert auch ein Fass.